Schön, dass wir da sind, alle, ja. So, was steht da jetzt? Also, ja, gut. Ja, genau. Fangen wir an. Man soll die Pünktlichen nicht bestrafen. Fangen wir an. Ich hätte mir das so, ja, gut. Also, vielleicht sollte ich mir selber mal kurz vorstellen. Die meisten werden mich nicht kennen. Alex Mikosch, mein Name. Ich bin Sozialpädagoge, wie es so schön steht in der Ausschreibung. Ich habe über 20 Jahre lang in der offenen Jugendarbeit in der Steiermark, hauptsächlich in Graz, gearbeitet. Jugendzentren, Kurse für schwer vermittelbare Jugendliche, lang als Streetworker, zuerst 2 Jahre in Weiz und dann 13 Jahre in Graz. Was noch? Ja, Obmann vom Jugendkulturzentrum Explosiv, 10 Jahre lang gewesen, das ist auch schon wieder Zeitl her. Bin seit einiger Zeit nicht mehr in der offenen Jugendarbeit. Also vor ungefähr 2 Jahren hat es unerwartet so einen Trägerwechsel gegeben bei Jugendstreetwork. Das machen jetzt andere. Das ist so. Da hat sich einiges geändert. Ja, ich habe für mich entschieden, unter den Bedingungen kann und will ich momentan nicht arbeiten in der offenen Jugendarbeit. Ich arbeite seit einem guten Jahr beim Friedensbüro in der mobilen Stadtteilarbeit. Das ist auch ein sehr spannender Bereich, von jung bis alt. Ist auch sehr abwechslungsreich, ist auch klasse. Und ja, freut mich natürlich nach wie vor, wenn ich punktuell eintauchen kann in die Jugendarbeit, weil das nach wie vor ein großes Hobby, nach wie vor eine große Leidenschaft ist von mir. Und Dagmar hat mich ganz lieb gefragt vor ein paar Wochen, ob ich das machen möchte. Und ich habe nicht Nein sagen können. Einerseits, weil ich es gern mache, oder ja, ich merke, ich habe einfach gern mit Jugendarbeiterinnen zu tun und das Thema interessiert mich und ich bin halt irgendwie immer noch drinnen in dem Ganzen. Ja. Thema Extremismus oder Radikalisierung beschäftigt mich schon lang, auch seit über 20 Jahren in Theorie und Praxis. Also einerseits habe ich natürlich durch die Arbeit immer wieder zu tun gehabt mit Jugendlichen, mit einem provokanten Verhalten, sage ich es jetzt einmal. Und in Theorie habe ich mich hallo, hallo. Und in Theorie habe ich mich auch immer wieder beschäftigt damit, sei es ja, in Literaturrecherche oder auf der Uni meine Bachelorarbeit drüber gemacht. Und ja, schaue, dass ich wissenschaftlich ein bisschen was mache in die Richtung. Ich bin als Referent auch unterwegs in Jugendeinrichtungen seit über 15 Jahren. Das sind mittlerweile so rund um die 100 Workshops zustande gekommen in, ja, in Schulen, Jugendzentren, aber auch für Gemeinden, für interessierte Multiplikatorinnen und so weiter. Und es ist immer wieder spannend, mit was für Meinungen, mit was für Leuten man da zu tun hat. Und es freut mich immer, wenn ich da ein bisschen Vorurteile auflösen kann oder ein bisschen aufklären und vor allem differenzieren kann. Also mein Ansatz ist, dass man halt immer differenzieren muss und sich das genauer anschauen muss. Was ist der Hintergrund und um was geht es da, bevor man überschnell ein Urteil bildet. Ja. So viel in aller Kürze zu mir. Wir haben ein historisches Datum gerade, also 75 Jahre Befreiung. Also gestern vor 75 Jahren ist das KZ Mauthausen befreit worden. Eine Woche davor hat sie ja, Hitler selber ins Nirvana rübergebracht. Das Ganze wird momentan, ja, zelebriert. Könnte natürlich mehr sein, keine Frage. Aber es gibt zu diesem 75-Jahr-Jubiläum ganz klasse Aktionen, ganz gute Reden. Also vom Van der Bellen zum Beispiel, seine Rede hat mir sehr gut gefallen. Und vor allem trauen sich jetzt immer mehr Leute zu sagen, hey, wir waren nicht nur Opfer, sondern wir waren halt auch aktiv als Täter, Täterinnen dabei im Nationalsozialismus. Nur so am Rande bemerkt. Ja, wie auch immer. Für diese Weiterbildung heute,
Ich war mir zuerst gar nicht sicher, ob ich zusagen soll, weil wir haben eine Stunde Zeit. In einer Stunde kann man Themen natürlich nur anreißen. Ja, das ist auch klar. Wenn ich sonst solche Workshops mache, dann mache ich es nicht unter 3 Stunden eigentlich, weil ich den Ansatz habe, solche Veranstaltungen leben von den Fragen der Teilnehmerinnen beziehungsweise von Diskussionen. Ja. Und in einer Stunde ist man eigentlich gerade erst einmal in dem Thema drinnen. Da ist man gerade einmal warm geworden, weil das halt schon ein sehr komplexes Thema ist. Ja. Unsere Gesellschaft hat aktuell mit einem sehr breiten Spektrum an antidemokratischen Strömungen zu tun. Ich hau das ganz gern alles in einen Topf, weil es für mich alles einen ähnlichen Hintergrund hat. Ja. Egal ob Rechtsextremismus oder Islamismus, aber auch sogenannte Sekten oder fundamentalistische Religionsanhängerinnen, ja, da geht es immer um Sachen, die halt um Einstellungen, die gegen Menschenrechte, gegen Demokratie gerichtet sind. Ja. Und in der Deradikalisierungsarbeit ja, beschäftigt man sich eben mit diesem ganzen Spektrum, ja, das sehr breit ist und natürlich auch in Graz, in der Steiermark sehr, 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 sehr breit vertreten ist. Ja. Gerade in Krisenzeiten natürlich Verschwörungstheorien auch wieder sehr aktuell, die boomen natürlich auch wieder, keine Frage. Auch altes Thema Judenfeindlichkeit, ja, also Antisemitismus ist nach wie vor sehr verbreitet. Also das war jetzt nicht vor 75 Jahren auf einmal aus, nur weil das Naziregime beendet worden ist, sondern bekanntlich gibt es ja viele aktuelle Studien auch, dass Antisemitismus weit verbreitet ist. Nach wie vor in vielen Kulturen, in vielen Milieus. Ja. Ja, dann würde ich noch ganz gern ergänzen. Also ich sehe mich nicht als Extremismus-Experten, ja. Ich würde mich nie als solchen bezeichnen, sondern ich habe den Ansatz, wir alle, die wir mit Jugendlichen arbeiten, haben mit der Lebenswelt von Jugendlichen zu tun, ja. Oft täglich, wir kennen uns aus. Also ich sehe uns alle, wahrscheinlich auch alle in dieser Zoom-Konferenz jetzt. Ihr habt es wahrscheinlich alle mit Jugendlichen zu tun, sonst würdet ihr da jetzt nicht dabei sein, sonst hättet ihr nicht Interesse an dem Thema. Also ganz wichtig, ich bin nicht der große Experte, der von der Kanzel runter vortragt oder runter betet, sondern wir sind alle Expertinnen für Jugendliche. Und ja, die anderen kennen sich mehr oder weniger aus mit Extremismus. Aber ich denke, wir haben alle mit dem Thema zu tun in der täglichen Arbeit. Wir haben alle mit Jugendlichen zu tun, die ja in ihrem Verhalten oft provokant sind. Und wahrscheinlich ist es die Conclusio in über 20er Jugendarbeit. Die meisten Jugendlichen, mit denen ich zu tun gehabt habe, die wollten einfach provozieren. Ja, also man muss dahinter schauen, wenn einer jetzt radikale Meldungen schiebt, was meint er damit? Ja? Wie tief steckt er schon da drinnen? Und gerade wir in der offenen Jugendarbeit haben halt meistens mit Mitläufern oder mit Sympathisanten zu tun. Ja? Also das sind ganz selten Aktivisten und nur weniger Kaderleute dabei. Ja? Also ich bin gebeten worden, dass ich doch ein bisschen an Input mache. Ich probiere das kurz einmal. Wird nicht lang dauern. Ich freue mich nachher schon auf eure Fragen oder auf Diskussionen. Ich möchte nur vielleicht ganz kurz eine Folie sozusagen zeigen, dass man sich da was drunter vorstellen kann, wenn ihr das jetzt schafft. So, wie schaffe ich das jetzt zum Teilen? Gut, schön. Fangt ja gut an. Wie komme ich da? Ah ja, so, passt. Bildschirm freigeben. Das machen wir kleiner. Wo haben wir es denn? So, sieht das jeder? Ja. Herr Moderator, sieht man die Folie? Na? Na, gut, dann probiere ich es nochmal. Gravuzzi, Bildschirm freigeben. Noch immer nicht?
Na. Na, geil, was ist denn da los? Das ist der Vorführeffekt. Davor hat es funktioniert, gell? Ja, gut, jetzt. Jetzt geht's. Ah. Jetzt geht's, Alex. Jetzt Man haben wir es. braucht nur lesen, da steht die Teilung da. Muss man nochmal drauf Sehr klicken. gut. Ach ja. Wer lesen kann, ist im Vorteil. So, ganz kurz eine Folie. Vielleicht sage ich es gleich dazu. Ich habe ganz viele Unterlagen, Broschüren, Literaturliste oder ein eigenes Handout für heute erstellt. Falls irgendwer von euch Interesse daran hat, an vertiefter Literatur oder an Informationen, bitte einfach die Mailadresse in den Chat schreiben oder irgendwie Logo der Dagi oder in Jo zukommen lassen, dann kann ich euch das mailen. Ja. Aber meine Entscheidung für heute, für diese Stunde jetzt war, dass ich euch netter Schlag mit Informationen, mit Folien, aber diese eine möchte ich doch irgendwie so exemplarisch zeigen, wenn mir die ganz gut gefällt. Ich unterteile, also wenn man jetzt von extremistischen Personen redet, ja, von meinetwegen rechtsextremen Jugendlichen, ja, dann finde ich es sehr sinnvoll, wenn man dabei differenziert. Meistens wird das ganz undifferenziert in einen Topf geworfen. Das heißt, man hat dann 12-Jährige auf einer Stufe stehen mit irgendwelchen Kaderleuten und das passt halt für mich überhaupt nicht. Ja. Deswegen also wir waren irgendwann einmal auf Exkursion vom Land Steiermark aus in Berlin. Dort gibt es die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus. Das hat mir ganz gut gefallen und ich habe von denen ein Modell ein bisschen abgekupfert, ein bisschen gekürzt. Das habe ich ja in einer Broschüre von mir so reingeklatscht. Und das ist eben diese Folie, die ihr da jetzt seht, wo man ganz gut sieht, dass man die Leute in Sympathisantinnen, Mitläuferinnen, Aktivistinnen und Kaderleute einteilen kann. Ja, mit eben unterschiedlichen Ausprägungen. Ja. Zum Beispiel bei den Sympathisantinnen, deren Weltbild ist gezeichnet von ja, typischen Alltagsrassismus, ja, oder dass man unreflektiert irgendwelche blöden Slogans übernimmt, ja. Meistens sind das 12-, 13-Jährige, die dann sagen, ja, unterm Hitler war nicht alles schlecht und Hitler hat ja Autobahnen gebaut und jeder hat einen Job gehabt, ohne irgendwie drüber nachzudenken, ja. Und die haben aber meistens ein zurückhaltendes Diskussionsverhalten, ja. Sind noch nicht politisch aktiv, sondern sie sympathisieren einfach ein bisschen, ja. Mit ihren Kolleginnen. Eine Stufe weiter sind dann schon die Mitläuferinnen. Die haben schon vom Weltbild her also ein rechtsextrem orientiertes Weltbild. Ja. Noch nicht sehr, sehr ausgeprägt, noch nicht sehr vertieft, aber sie diskutieren schon gerne mal ein bisschen drüber, verstricken sie dabei aber auch öfters in Widersprüche, weil sie noch nicht so gut auskennen. Ja. Oder weil sie diese Ideologie einfach noch nicht so sehr verinnerlicht haben. Ja. Sind aber schon sporadisch bei Aktionen dabei, um sich das einfach einmal anzuschauen. Ja. Wieder eine Stufe drüber sind dann schon die Aktivistinnen. Die haben ein eindeutig rechtsextremes Weltbild und die passen beim Diskutieren schon auf. Ja. Also da merkt man, die sind geschult worden. Da ist schon jemand dran gewesen von den Kaderleuten. Ja. Die ja natürlich auch herumrennen und auf Mitgliederwerbe sind, ja. Und ja, da geht es natürlich darum, bei möglichst vielen Gruppierungen, Organisationen dabei zu sein, politisch aktiv und nehmen bei Veranstaltungen teil, ja. Mit denen hat man nur ganz sporadisch zu tun, vielleicht punktuell in der offenen Jugendarbeit, aber hauptsächlich mit Sympathisantinnen und Mitläuferinnen, wie gesagt. An wen wir nicht so gekommen, das sind definitiv die Kaderleute. Die haben ein ganz klares rechtsextremes Weltbild, eine widerspruchsfreie Argumentation, ja, also mit denen brauchst du nicht diskutieren. Und die sind aber meistens ja, eh im Verborgenen, zu denen kommen zumindest wir nicht so, ja. Also da ist dann eh die Polizei zuständig. Wo man ganz klar sagen muss, also Jugendarbeit ist nicht Polizeiarbeit. Ja? Also wir können präventiv
viel leisten in der Jugendarbeit, gerade durch dieses Vorleben von, ja, durch diese Vorbildfunktion auch im Endeffekt, ja, Menschenrechte, Demokratie vorleben für Leute, die das halt nicht so kennen, die das nicht so gewohnt sind, da können wir präventiv sehr viel leisten, aber wir sind eben nicht die Polizei, die da jetzt Aktivistinnen oder Kaderleute zurechtrückt. Das können wir in der Jugendarbeit auf jeden Fall nicht leisten. Ja. So, jetzt probiert er wieder auszusteigen, wieder zurück. Das war eben eine Folie und ich würde einmal sagen, schauen wir, was für Fragen da sind, weil mir ist das immer am liebsten. Man kennt es von der Schule, also wenn der Lehrer jetzt eine Stunde runterbetet und die so Frontalunterricht, es hört dann eh keiner mehr zu. Deswegen ist mir das auch lieber zu schauen, was sind für Meinungen oder für Fragen von den Teilnehmerinnen, dass das Ganze ein bisschen lebendiger ist, dass es zum Austausch kommt. Ja. Gut, also im Chat sehe ich, da sind schon ein paar Mailadressen für Handout und Literaturtipps. Sehr gut, das freut mich natürlich. Vielleicht gibt es Fragen auch schon. Also ihr könnt Fragen reinschreiben in den Chat oder der Jo moderiert das Ganze. Vielleicht können wir ein paar Fragen sammeln einmal oder einzeln. Ich hätte vorgeschlagen, dass ich mit einer Frage starte, die mir auf der Zunge brennt und vielleicht kommt ja dann die eine oder andere danach. Und zwar, Alex, du hast ja gemeint, mehr oder weniger mit den Kadermenschen, mit denen kann man nicht mehr diskutieren, gell? Jetzt sind ja mehr oder weniger Killer-Phrasen immer wieder so Thema in der Jugendarbeit. Jetzt ganz egal, in welche Richtung das geht. Aber hast du irgendwie so Tipps oder Strategie, wie man denen begegnen kann, diesen Killer-Phrasen? Ist eine sehr gute Frage. Bravo. Danke. gut überlegt. Ich kann mich erinnern, also als Referent habe ich natürlich mit Kaderleuten zu tun gehabt. Das war ziemlich am Anfang, wie die identitäre Bewegung groß geworden ist in Graz oder in der Steiermark. Die waren ja immer stark vertreten, relativ in Österreich. Das war vor 8 Jahren, bin ich eingeladen worden zum Vortrag auf der Uni. Und das war im Heizhaus und da war super viel los. Und da waren auch 10 Identitäre dabei, ja. Und wenn man die Leute kennt, also die sind natürlich nicht interessiert an einer Veranstaltung, die jetzt da reibungslos abläuft, ja, sondern die haben von Anfang an gestört also nicht irgendwie mit Fragen oder so, oder wollten sie nicht ganz normal in Diskussion einbringen, sondern haben einfach definitiv gestört, ja. Wobei ich damals die Einstellung gehabt habe, ich will und muss mit jedem diskutieren. Ja? Und habe das nicht verstanden, dass Kolleginnen in dem Bereich, also Referenten, Referentinnen, diese Leute ausgeschlossen haben. Ja? Also da hat es Veranstaltungen gegeben, wo Identitäre einfach rausgeschickt worden sind bei einer Veranstaltung. Ja? Das habe ich damals noch nicht verstanden. Mittlerweile sehe ich das differenzierter und denke mir, wenn die jetzt als einzigen Sinn haben, so eine Veranstaltung zu boykottieren, ja, dann macht es keinen Sinn, mit denen zu diskutieren. Ja. Das war damals sehr mühsam, die genannte Diskussion, aber trotzdem hab ich von mir aus Diskussionsbereitschaft signalisiert. Ist aber natürlich schwierig, weil die haben einfach ein Weltbild, wo sie nicht diskutieren lassen mit sich. Ja. Also das war schon sehr mühsam. Und auf deine Killerphrasen, auf deine angesprochenen, ja klar, also ich denke mal, es gibt von jeder Seite aus Killerphrasen vielleicht, ja, wo man dann einfach eh nicht mehr weiter diskutieren muss. Aber trotzdem, ich bezeichne mich als Referent, der möglichst neutral und diplomatisch reingeht in solche Veranstaltungen. Und das muss ich ja natürlich, weil sonst würde ich nicht in Schulen eingeladen werden oder was. Ja. Also es ist jetzt nicht mein Wille oder mein Auftrag, dass ich bei Schülerinnen Gehirnwäsche betreibe. Ja. Das wäre natürlich der gleiche Scheiß. Also mir ist ganz wichtig, dass jeder seine Meinung hat. Also gerade in Schulen lasse ich natürlich jeden Schüler seine Meinung, auch wenn es jetzt noch so radikal ist. Aber im Gegenzug dazu, also ich mache auch klar, was ist jetzt verboten,
Also wobei macht man sich strafbar, beziehungsweise spiele ich diese Verantwortung einfach zurück. Ja? Ich sage einfach, ja, das ist deine Entscheidung, was für Einstellung du hast, das ist deine Entscheidung, was für Aussagen du tätigst, aber du musst damit rechnen, dass es Konsequenzen dafür gibt, ja? Weil es gibt halt einmal ein Gesetz in Österreich und ja, daran sollten sich halt alle halten. Ne? Okay. Ja, danke. In der Zwischenzeit sind zwei Fragen über den Chat reingekommen. Die Maria fragt, wie man jetzt mit Jugendlichen, wie man das handhaben soll, jetzt mit Jugendlichen, die zum Beispiel eine extreme Einstellung von zu Hause, also vom Elternhaus mitbekommen haben. Mhm. Wie kann man dem begegnen oder wie kann man es handhaben, sagen wir mal so? Als Elternteil oder als Jugendarbeiterin? Also wie ich es verstehe, als Professionistin, also sprich in der Jugendarbeit. Also, Maria, wenn du was anderes meinst, dann würde ich dich bitten, dass du vielleicht selber das Mikro einschaltest. Ja, also meistens ist es eh so, also diese Einstellungen fallen ja nicht vom Himmel, sondern irgendwo haben sie es aufgeschnappt. Ja? Entweder bei den Peers oder bei den Eltern oder von sonst irgendeinem Vorbild. Ja? Diese Vorbilder sind ja, die können ja vielseitig sein heutzutage. Viele Jugendliche bekommen ihre Informationen aus dem Internet, YouTube oder sonst irgendwas. Ja. Da gibt es natürlich auch genug Hassprediger, sage ich jetzt einmal. Eltern natürlich auch, keine Frage. Aber meistens sind es dann schon eher also meistens ist es der Freundeskreis. Es kommt definitiv auch aufs Alter drauf an. Ja. Also irgendwann einmal rebelliert man gegen seine Eltern, ja, und dann redet man nicht mehr alles nach, was man zu Hause im Elternhaus hört. Auch klar. Aber trotzdem ist man irgendwie geprägt dadurch. Ja. Also frühe Kindheit, je nachdem wie man aufwächst, was man vorgelebt kriegt, ja, oder natürlich auch durch persönliche Erlebnisse, ja. Keine Ahnung, wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Leute mit Migrationshintergrund, ja, und man hat da zwei, drei schlechte Erfahrungen, dann ist es leider oft so, dass man dann sagt, ja, alle Türken sind so und alle Araber sind so, alle Tschetschenen sind so, wie auch immer. Das ist natürlich blöd und da braucht es dann halt natürlich Gegenbeispiele oder positive Vorbilder, um dem Ganzen zu begegnen. Ja. Das ist natürlich sehr mühsam, keine Frage. Aber eben wir in der offenen Jugendarbeit haben da durchaus Möglichkeiten, dass man, also für mich geht es immer um Vertrauen. Ja. Es geht um Beziehungsarbeit und das ist eben das, was wir leisten können in den Einrichtungen. Da kommen junge Leute oft mehrmals die Woche in die Einrichtungen, haben dann ihre Betreuer, Betreuerinnen, denen sie hoffentlich vertrauen. Denen sie auch mal Blödsinn anvertrauen oder provokante Meinungen anvertrauen. Und ja, da geht es halt darum, sehr sensibel zu sein, sehr sensibel darauf zu reagieren. Nicht alles jetzt ernst nehmen von den Äußerungen her, was sie sagen, aber doch die Person ernst nehmen in erster Linie. Ja. Und ich denke mal, also aus meiner Erfahrung, wenn das Vertrauen da ist, dann ist das ein Geben und Nehmen. Ja. Aber ja, es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten, wie man umgeht mit dem. Wird auch ausführlich beschrieben in einer Broschüre, die ich sehr gerne ausschicken kann an die Maria, die diese Frage gestellt hat. Mhm. Wenn sie mal ihre Mailadresse gibt. Ja. Und wenn ich jetzt als Elternteil mitbekomme, dass mein Kind in eine gewisse Richtung abdriftet oder mit extremen Einstellungen nach Hause kommt, sei es jetzt. Naja. Ja. Da muss man eben differenzieren. Es kommt einmal darauf an, was steckt dahinter. Ja? Ist das jetzt reine Provokation, dann kann ich dem, dann kann ich so darauf reagieren, dass ich sage, du, ich möchte es daheim nicht hören, was du sagst, oder im Jugendzentrum das Gleiche, da gelten halt bestimmte Regeln, ja, ich würde es nicht hören.
Meistens greifen solche Verbote aber natürlich zu kurz, ja, sondern es hat ja einen Grund, warum man das sagt. Und eben, da muss man ganz individuell schauen. Also da gibt es jetzt kein Rezept dafür, aber am wichtigsten ist einmal Vertrauen, dass man dem Jugendlichen sagt, ich finde nicht okay, was du sagst, aber du kannst jederzeit zu mir kommen, du kannst jederzeit mit mir drüber reden. Ja. Meistens passt es in der Situation nicht, aber keine Ahnung, ein paar Tage später oder was, passt es dann vielleicht. Es ist ja oft ein Ausprobieren auch, ja, mit dieser Provokation. Und es geht meistens um Aufmerksamkeit. Es geht meistens um Reibung auch, ja. Also Jugendliche wollen sich reiben mit Bezugspersonen, ob das jetzt Lehrer, Eltern oder wer auch immer sind. Ja. Und Jugendliche müssen das auch in dieser Phase, ganz klar. Das gehört in der Pubertät dazu. Ja. Also diese Reibung, die macht es ja aus. Und es ist ganz wichtig, wenn man das in diesem Lebensabschnitt macht und diese Reibung auch bekommt. Wenn das nicht da passiert, dann passiert das mit 40, 50 und dann ist das meistens massiver oder wirklich letal. Ja. Also an Jugendlichen kann man ja zugestehen, dass er Scheiße baut oder dass er mal über die Steine schlägt. Klingt natürlich blöd. Ich habe auch 4 Kinder und es taugt mir auch nicht, wenn die anstrengend oder provokant sind, aber ja, das gehört zum Elternsein dazu. Ja. Mhm. Ich muss gerade ganz kurz mein Schummelzettel anschauen. Im Endeffekt geht es um Grundhaltungen. Ja. Und egal, ob Elternteil oder Lehrer oder Jugendarbeiter, es geht um ein einheitliches und konsequentes Positionieren. Was will ich und was will ich nicht in meiner Einrichtung oder bei mir daheim. Ich habe auch noch geschrieben, nicht permanent belehren, ja, weil wenn ein Jugendlicher das 10-mal am Tag hört, ja, das ist nicht das, was du machst oder ich will das nicht, dann wird es auch irgendwann einmal inflationär oder langweilig, sondern ja, einfach Jugendliche ernst nehmen und Raum für Meinungen aber auch geben, ja, in einem geschützten Rahmen. Und ich denke mal, den Rahmen muss man halt definieren oder den muss man schaffen. Dann habe ich auch noch geschrieben, Grenzen zu eindeutig strafrechtlichen relevanten Verhalten aufzeigen. Ist auch klar, also es gibt ein Gesetz mit einem ganz klaren Rahmen. Kommunikation auf Augenhöhe und ein sensibler Umgang mit der eigenen Sprache ist auch noch wichtig. Und Provokationen auch einmal aushalten. Ist auch so eine Möglichkeit. Langer Rede, kurzer Sinn, es gibt leider kein Rezept. Das ist ja spannender, aber ja, man muss halt einfach individuell entscheiden, individuell reagieren und vielleicht auch verschiedene Sachen ausprobieren. Also ausprobieren gehört auch dazu und es wird nicht immer alles in der Situation gleich funktionieren. Da braucht man schon Geduld und vor allem muss man dranbleiben. Es sind noch weitere Fragen gekommen an der Stelle. Vielen Dank schon, dass so viele Fragen kommen. Bettina, deine Frage habe ich nicht vergessen oder übersehen. Trotzdem möchte ich die vom Roland vorziehen, weil es auch ein bisschen in die Richtung passt, so von den Einstellungen der Jugendlichen. Nämlich so die Frage, kommt es eigentlich de facto öfter vor oder ist es schon oft vorgekommen, dass man Jugendliche von ihrer extremen Einstellung wieder zurückholt oder beziehungsweise abbringt? Ist das realistisch? Auf jeden Fall. Also das habe ich vorher angedeutet. Meistens ist es Provokation bei Jugendlichen, ist meine Erfahrung. Ich kann jetzt da keine Prozentzahl sagen, weil das wäre nicht seriös, ja. Aber ich sage mal, der Großteil von diesem provokanten Verhalten bei Jugendlichen, der Großteil verläuft sich nachher wieder. Ja. Jugendliche fangen zum Arbeiten an, Jugendliche kriegen einen Partner, kriegen vielleicht Kinder. Somit sind sie in einem anderen Lebensabschnitt und müssen anders agieren. Ja, ich glaube, weil man will nicht täglich Ärger haben, man will sie nicht ständig strafbar machen. Ja. Das ist irgendwann einmal anstrengend. Das haltet man vielleicht als 14-, 15-Jähriger durch, aber nicht mehr als 20-Jähriger, wenn du einen Job hast und 2 Kinder und du kommst kaum zum Schlafen, wie auch immer. Ja. Hallo an alle Elternteile, die das kennen. Diese extremen Einstellungen, meistens relativiert sich das nach einigen Jahren wieder, aber es ist eben wichtig, wie man darauf reagiert. Ja. Und gerade wir in der Jugendarbeit
haben da auf jeden Fall einen wichtigen Part dabei, wie man dem begegnet. Ja, weil durch unsere Reaktion, durch unser Verhalten, können wir dieses Verhalten entweder verstärken oder auch entkräftigen. Ja. Also das ist beides möglich. Ja. Also eine gewisse Trotzhaltung, die ja bei Jugendlichen natürlich auch gern da ist, kann das Ganze natürlich auch noch verstärken. Ja. Wenn wir jetzt falsch oder blöd reagieren auf solche Aussagen, dann kann es durchaus sein, dass das natürlich ein Verstärker ist. Ja. Wenn ich jetzt als Betreuerin oder als Betreuer in einer Jugendeinrichtung oder in einer Schule, ganz egal wo, vermute, dass ein Jugendlicher in irgendeiner Form extremistisch veranlagt ist, gibt es da Beratung, also ich weiß, dass es welche gibt, aber welche Beratungsstellen kann ich da aufsuchen oder kann ich da anschreiben oder kontaktieren? Da hat sich im Laufe der Zeit auch einiges geändert. Ich habe eh gesagt, ich bin jetzt seit 2 Jahren irgendwie weg aus der Jugendarbeit und kriege es nur mehr am Rande mit. Bis davor war es so, dass es wenig gegeben, also wenig Einrichtungen gegeben hat, aber engagierte Einzelpersonen, sage ich mal. Also bei Logo hat es den Roman Schwertlenker gegeben. Die Älteren von euch werden den noch kennen. Der ist leider in Pension gegangen. Da hat es bei Logo den ESO-Infodienst gegeben, steht für Esoterik, Sektenokkultismus. Und der Roman hat sich ja jahrzehntelang mit Extremismus beschäftigt, also Rechtsextremismus, Islamismus, Sekten, Fundamentalismus und so weiter. Und war da in der Steiermark sicher der Ansprechpartner Nummer 1, der sehr kompetent mit dem Thema umgegangen ist, auch für Beratungen und so weiter. Es gibt den René Mollner beim Jugendkulturzentrum Explosiv, der Workshops macht zu dem Thema, der sich aber ein bisschen zurückgezogen hat und ja, nicht mehr so viel machen kann. Und es war ich auch lang, 15 Jahre lang tätig zu diesem Bereich mit Workshops-Vorträgen oder auch für Beratungstätigkeiten. Ja. Nicht wirklich beruflich, sondern habe das mehr so nebenbei gemacht. Ja. Aber also diese drei Leute waren irgendwie vorher zuständig. Das hat sich geändert, warum auch immer. Seit 2 Jahren gibt es vom Land aus jetzt diese Next-Stelle, also No to Extremism, ja? ein Netzwerk von verschiedenen Organisationen, die präventiv tätig sind gegen Extremismus. Aber meine Kritik daran ist, die machen das auf einer anderen Ebene, die natürlich schon wichtig ist, aber es gibt da jetzt wenig oder kaum Einzelpersonen mit Erfahrung oder Kompetenz, die da jetzt wirklich die wirklich konkret zu dem Thema arbeiten. Ja. Es ist schön, wenn man präventiv arbeitet. Ich halte ganz viel von Prävention, ganz klar, keine Frage. Aber es braucht zusätzlich auch noch was anderes. Und da ist jetzt irgendwie ein Vakuum. Also wie gesagt, der Roman Schwertlenker ist in Pension, der René Mollner kann nicht mehr so viel machen und ich kriege keine Aufträge, warum auch immer, wahrscheinlich weil ich keinen Verein im Hintergrund habe oder so, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist da jetzt eine andere Ausrichtung und das ist so, aber in der Steiermark selber ist es ein bisschen schwierig, sage ich. Also was es auf jeden Fall noch gibt, ist die AG Jugend gegen Gewalt und Rassismus, die auch Workshops anbietet zu dem Thema, also bei denen bin ich auch im Referentenpool. Die haben auch jahrzehntelange Erfahrung natürlich dazu, aber so wirklich jetzt Beratungen oder Informationen für Betroffene oder gar für Aussteiger, ja, also für in Deutschland gibt es diese Exit-Organisation, die mit Aussteigern arbeiten. Sowas haben wir in der Steiermark alles nicht. In Wien gibt es seit kurzem so ein paar Projekte, ja, wo ein ehemaliger Streetworker zu dem Bereich arbeitet, also auch so Ausstiegsarbeit macht und so. Das sind großartige, spannende Projekte, aber in der Steiermark gibt es da leider nichts. Und meiner Meinung nach ist das ein Vakuum seit Jahren. Ja. Ansonsten online gibt es natürlich Safer Internet zum Beispiel. Ja. Die machen ganz gute Arbeit, also auch
Da kann man online natürlich auch sich erkundigen oder Beratungen einholen. Und in Wien gibt es die Beratungsstelle Extremismus, ja, aber da muss man ehrlich sagen, dass die ihren Schwerpunkt in Wien hat. Aber ich könnte mich theoretisch aus der Steiermark auch dorthin wenden, oder? Zu der Beratungsstelle Extremismus. Ne? Natürlich, also man kann dort anrufen, aber es wird da keiner vor Ort helfen. Mhm. Was mir noch einfällt, ist, es gibt Meldestellen natürlich, also wenn man online irgendwas sieht, was einem nicht koscher ist, dann kann man das bei Safer Internet oder bei Stopline.at melden zum Beispiel. Mhm. Weil die ganzen internen Geschichten, also YouTube oder Facebook, wenn man dort was meldet, dann weiß man eh, dass das keinen Effekt hat. Ja. Mhm. Eine aktuelle Frage zur momentanen Situation. Nämlich, ob durch Corona in den einschlägigen Gruppierungen in irgendeiner Form ein verstärktes Wir-sind-wir-Gefühl unter Anführungszeichen jetzt gibt. Gibt es irgendwelche Tendenzen, die du beobachtest oder beobachtet hast in den letzten Wochen? Die Frage verstehe ich, also in einschlägigen Gruppierungen. Jetzt habe ich es. Da muss ich ehrlich sagen, dass ich das zu wenig verfolgt habe. Das kann ich nicht wirklich. Das kann ich jetzt nicht seriös beantworten. Also ich habe keine konkreten Beispiele. Ich weiß nur, dass da einige Verschwörungstheorien natürlich unterwegs sind, aber ob jetzt einzelne Gruppierungen da jetzt besonders relevant sind, weiß ich nicht. Okay. Ich weiß nur, dass ich mittlerweile, also von der identitären Bewegung hört man ja kaum mehr was. Ja? Also die laufen ja nur mehr so unter ferner Liefen. Aber da gibt es jetzt eine Nachfolgebewegung oder Bürgerinitiative, wie sie sich nennen, nämlich diese DO5, ja, also die neuen Österreicher, wie sie sich nennen, lustigerweise benannt nach einer Widerstandsgruppe. Also im Nationalsozialismus hat es eine Widerstandsgruppe gegeben, die hat sich O5 genannt. Und wie das oft so ist bei diesen neurechten Bewegungen oder Alt-Right, wie man mittlerweile sagt, die beziehen sich natürlich auf linke Agitationsformen, ja, und provozieren ganz gern damit, dass sie da jetzt eben Begriffe oder Aktionsformen von der anderen Seite sozusagen aufgreifen. Und seit November, glaube ich, gibt es die, also sie nennen sich Bürgerinitiative von Patrioten. Und da ist natürlich auch wieder der Herr Sellner dabei, der bei der identitären Bewegung ganz vorne dabei war. Der steht da jetzt im Impressum, zumindest bei denen dabei. Und die haben so, die setzen nicht so auf Aktionismus wie die identitäre Bewegung, sondern die wollen möglichst viele Personen miteinander vernetzen und möglichst breit diese Vernetzung aufziehen. Ja, das ist das, was gerade momentan passiert. Auch sehr öffentlichkeitswirksam mit Plakataktionen, Pickerl und keine Ahnung, sie möchten so Bürgertreffs, möchten sie möglichst viele installieren und das Ziel ist, der nächste Bürgertreff soll näher sein als der nächste McDonald's und lauter so lustige Ideen halt. Aus eigener Erfahrung vielleicht, weil wir bei Logo sind, auf einem TikTok-Account drüber gestolpert, wo der Herr Sellner ganz aktiv ist, eben unter dem Deckmantel Identitäre. Ja. Da ist sichtlich Rekrutierung gerade angesagt. Aber auf jeden Fall. Und man muss ihnen das lassen. Also sie machen es ja relativ gescheit und gut, ja, unter Anführungszeichen. Also sie wissen schon, wie weit sie sich da nach vorlehnen können. Aber ja, ich denke mal, man sollte das Ganze schon ernst nehmen, aber vielleicht auch nicht überbewerten. Also die identitäre Bewegung ist eher so in der Versenkung verschwunden und das ist gut so. Und ja, also es wird immer wieder Versuche geben aus der Alt-Right-Bewegung da jetzt, ja. Und ich denke mal, solange das Ganze irgendwie, ja, nicht so groß wird, ja, im Kleinen wird es solche Bewegungen immer geben. Und solange Staatsschutz da drauf schaut, also ich bin ja ganz froh, dass man seit Jahren mittlerweile offiziell sagen darf, die rechtsextreme Bewegung, dass man seit Jahren offiziell sagen darf, die identitäre Bewegung ist offiziell rechtsextrem. Also der Verfassungsschutz hat die auch so bezeichnet.
Vorher hat man das ja nicht sagen dürfen. Aber ich denke mal, so, solange es staatliche und nicht staatliche Organisationen gibt, die da ein Auge drauf haben, ist das eh okay. Mhm. Vielleicht ein bisschen weg jetzt vom Rechtsextremismus hin in Richtung Zwangsheirat, wo auch eine Frage gekommen ist, mhm. Mehr oder weniger, wie es gehandhabt wird, wenn man bei Eltern von Jugendlichen mitbekommt, in einem professionellen Setting, dass sie super integriert sind, aber trotzdem vom Zwangsheirat selber überzeugt sind und davon reden. Wie reagiert man da oder wie wird es gehandhabt insgesamt, Zwangsheirat in Österreich? Mhm. Ist natürlich eine sehr bekannte Frage. Ich glaube, da könnte man, oder da sind ja schon Bücher drüber geschrieben worden und so weiter. Ist auf jeden Fall ein Problem, das uns immer mehr beschäftigt in der Jugendarbeit, weil man, ja, die einen oder anderen von euch werden auch schon Erfahrungen gemacht haben damit, weil es halt gewisse Kulturen gibt oder Herkunftsländer, wo als Familienoberhaupt oder wo die Religion einfach mehr zum Sagen hat als hiesige Gesetze. Und ja, das braucht halt eine gewisse Zeit, dass wir alle damit umgehen lernen. Ja. Also ich selber habe den Fall noch nicht gehabt. Ich kenne nur aus dem Umkreis einige Geschichten mit solchen Ehrengeschichten, ja, also im Endeffekt geht es da ja um Jugendliche aus sogenannten Ehrenkulturen. Und ja, das mit dieser Zwangsheirat, schwierig. Man kann sie nur anbieten und da sein für die Jugendliche, ja. Zu den Eltern wird man meistens eh nicht zubekommen, ja. Ist ein ganz schwieriges Thema, keine Frage. Bin ich in Wirklichkeit überfragt, wie man konkret damit umgeht. Aber ich denke mal, da gibt's sicher Fachstellen, wo man sich hinwenden kann, eigene Frauenberatungsstellen oder gerade für Jugendliche ist das CEM, das Mädchenzentrum in Graz, sicher eine super Anlaufstelle, wo man sich hinwenden kann. Auch vertrauensvoll. Die haben gutes, kompetentes Personal dafür. Und die haben natürlich öfters mit dem Thema zu tun. Vielleicht ist es das, was ich am Anfang gemeint habe. Also ich würde mir jetzt nicht als Extremismus-Experten bezeichnen, der jede Frage beantworten kann. Ganz klar, das kann ich leider nicht in dem Fall. Was ich jetzt noch quasi mehr oder weniger ergänzend vielleicht als Stelle einbringen will, ist auch Rat auf Draht, die auch da mehrsprachig Beratung anbieten und auch quasi Jugendliche darin beraten. Das ist vielleicht ein Tipp dazu. Die Frage ist gekommen von Christian, ist Extremismus generationsübergreifend oder beziehungsweise wird es sozusagen vererbt, kann man das sagen? Also direkt vererbt natürlich nicht. Also kann man nicht sagen, aber eben wie vorher schon gesagt, wenn man aufwächst in einem gewissen Milieu, dann kriegt man natürlich Sachen mit, ja, und dann verinnerlicht man eine gewisse Ideologie, ja, und dann ist es nur ganz schwer, dass man da ausbricht aus dem, ja. Aber ja, natürlich setzen sich diese Sachen über Generationen fort, aber man kann es natürlich auch durchbrechen, ja, also von beiden Seiten aus, ja. Wenn ich jetzt in einer Nazi-Familie groß werde, und da gibt es mittlerweile auch ganz großartige Aussteigerbücher, die ich ganz spannend finde, meistens geht es aber über persönliche Kontakte. Ja? Also die Leute müssen einfach die Erfahrung machen oder brauchen bestimmte Vorbilder, um aus dem Ganzen dann wieder rauszukommen. Ja? Nur blöderweise, das funktioniert halt in beide Richtungen. Ne? Und die Vorbilder suchen sich Jugendliche natürlich selber aus, ob im Freundeskreis oder irgendwelche Hassprediger oder im Musikbereich, ja. Das ist natürlich schwierig, ja. Und wie vorher gesagt, also Verbote greifen da sicher zu kurz, sondern man muss da halt, wenn es ernst ist, muss man halt wirklich genau hinschauen und sich viel Zeit, Geduld, Liebe nehmen,
dass man auch Vertrauen aufbauen kann zum Jugendlichen. Also wenn die Beziehungsarbeit funktioniert, dann kann man auf jeden Fall auch mit Jugendlichen mit sehr radikalen Einstellungen arbeiten. Noch die Einladung von mir an euch alle, wenn ihr Fragen habt, bitte gerne in den Chat stellen. In der Zwischenzeit vielleicht eine Frage von mir wieder, nämlich was ihr so also mitbekommen habt, was früher vor allem so, dass das quasi rechtsextreme oder extremistische, gerade nur rechtsextreme Einstellungen auch sehr gerne über Musik und so also indirekt vermittelt worden ist und quasi verteilt worden ist. Ist das nach wie vor mehr oder weniger en vogue, dass du sagst, gewisse Einstellungen werden so verbreitet und das Volk gebracht, in Anführungszeichen? Das ist auf jeden Fall noch aktuell. Ich habe vor ein paar Jahren eine eigene Fachbroschüre geschrieben über Rechtsrock und die liegt eben noch immer bei Logo auf und geht ganz gut weg, sagt die Dagi. Danke. Also bei Interesse kann ich die gerne ausschicken, beziehungsweise kann man es auch bei Logo runterladen. Ja. Das Ganze nennt sich Rechtsrock und da ist ja ziemlich aufwendig beschrieben, also die ganze Hintergrundinfo und so weiter. Für diese kurze Diskussion da jetzt auf der Plattform wollte ich es eigentlich vermeiden, über Musik zu reden, weil man da oft in eine Falle tappen kann. Ja. Da werden dann oft einzelne Bands genannt, ja. Und besorgte Eltern oder Lehrer fragen dann, ja, wie ist das mit dieser Band? Mein Kind hört diese Band, ja, muss ich mich fürchten, wie ich immer. Und ich denke mir immer, solche Diskussionen gehen irgendwie am Thema vorbei. Ja. Ich brauche jetzt nicht darüber diskutieren, ob die lustigen Südtiroler rechtsextrem sind oder wie ich immer. Oder andere Bands, ja. Weil das eh austauschbar ist. Ja. In Wirklichkeit sind viele dieser Bands mittlerweile massentauglich, ja. Und es gibt da inhaltlich oft wenig Unterschied zum Andreas Gabalier jetzt. Ja. Und der ist groß, der wird gehört durch alle Milieus und Zielgruppen und so weiter. Also dieses Musikthema ist immer schwierig. Natürlich wird viel Ideologie über Musik übertragen. Das war schon immer so, das wird auch immer so sein. Aber jetzt da einzelne Bands anzuschwärzen und über Auftrittsverbote und so weiter zu reden, ist halt immer einerseits schwierig und andererseits auch kontraproduktiv, ja? Weil eben gerade solche Bands wie die lustigen Südtiroler, die leben ja von dem. Ja. Also die werden dadurch in eine Opferrolle gedrängt, wo sie nur noch größer und mächtiger werden dadurch. Ja. Solche Bandphänomene gibt es ja alle paar Jahre. Ja. Also alle paar Jahre wieder kommt eine provokante, umstrittene Band daher, wo sie dann viele dran stoßen. Und gerade viele Jugendliche danken sie dann wieder, weil sie sagen, ja, boah, super, die zeigen es allen und meinen Eltern stehen die Haare zu Berge, wenn ich sowas zu Hause höre und so weiter. Also da sind wir wieder bei der Provokation. Ja. Also gerade im Musikbereich, da geht es ja sehr viel um Show, um Provokation. In vielen Genres, ob das jetzt Hip-Hop oder Metal oder Punk ist, ja, da geht es ja hauptsächlich um Show und Provozieren. Und im Endeffekt geht's um Geld, ja, weil die Sachen, die aufregen, die verkaufen sie gut, ja. Also langer Rede, kurzer Sinn, Musik wichtig, ja, immer noch sicher ein Einfallstor für antidemokratische Meinungen oder Ideologien zum Verbreiten. Aber muss man ein bisschen differenziert sehen. Also auf einzelnen Bands jetzt herumzuhacken, halte ich nicht für sinnvoll. Kurze Ergänzung ist im Chat noch gekommen zum Thema Zwangsheirat, beziehungsweise diese Ehrenkulturen, so wie du den Begriff ins Spiel gebracht hast. Nämlich mehr oder weniger das Projekt Heroes, das ist quasi in der Steiermark vom Verein für Männer- und Geschlechterthemen, die sich ja mit dem Thema stark Genau.
beschäftigen und da eben auch aktiv mehr oder weniger Maßnahmen setzen und mit Jungs und Mädels mehr oder weniger, die aus diesen sogenannten Ehrenkulturen stammen, arbeiten und versuchen da einen Imagewechsel mehr oder weniger. Stimmt, ja. Also die machen großartige, wichtige Arbeit, ja. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, an der Stelle wieder nochmal die Einladung an euch alle. Ein paar Minuten haben wir noch übrig. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte gerne in den Chat. Ansonsten, Alex, vielleicht von meiner Seite aus nur einen ganz einen groben Überblick. Wir haben das jetzt von Musik ganz kurz angeschnitten. Und was gerade wieder in Richtung Rechtsextremismus ja relativ häufig ist, sind so diese klassischen Symbole und auch Codes mehr oder weniger. Hast du da vielleicht so 2, 3, 5 Beispiele? Ich weiß, du hast viel mehr, aber so die gängigeren oder die Zahlenkombinationen zum Beispiel fallen mir ein oder sonstiges. Mhm. Natürlich spielen Symbole bei dem ganzen Thema eine sehr große Rolle. Im Endeffekt geht es um Jugendkulturen. Ja? Wir reden über Jugendkulturen. Jugendkulturen leben von Symbolen, von Medien, von Musik, Mode und so weiter. Ja? Also da geht es ganz viel um Symbole. Und Symbole waren immer schon für alle möglichen Bewegungen oder Kulturen von Bedeutung. Man mag nur ans Hakenkreuz denken zum Beispiel. Ja? Das gibt es ja schon ewig. Ja? Das hat jetzt nicht der Hitler erfunden oder die Nationalsozialisten haben das Hakenkreuz nicht erfunden, sondern das gibt es ja in vielen Weltreligionen gibt es das seit tausenden Jahren. Ja. Das Sonnenrad hat eine Glücksbedeutung und so weiter. Ja. Und es wird auch heute noch im Buddhismus zum Beispiel verwendet. Nur hat es dort eben, also ich sage mal, durch die Nationalsozialisten ist es umgedeutet worden und es kommt immer auf den Kontext drauf an. Ja. Also wenn bei uns jemand herumrennt mit einem Hakenkreuz-Tattoo, dann ist das irgendwie was anderes, als wenn solche Leute in buddhistischen Ländern damit herumrennen. Ja. Nur so als kurzes Beispiel, also es kommt immer auf den Kontext dieser Symbole drauf an. Ja. Wie trage ich das oder wie verwende ich das? Weil du es angesprochen hast, Zahlencodes, natürlich, also besonders bei den Rechtsextremen wird das nach wie vor sehr gern verwendet, bestimmte Zahlencodes, um bestimmte Ideologien zu, naja, oder im Endeffekt wird es verwendet, um ein Strafgesetz zu umgehen, ja. Die Leute grüßen sie dann halt mit 18 oder 88 in den Chats. Also steht dann für Heil Hitler oder Adolf Hitler, ja. Also die Position im Alphabet, ne, von dem Zahlencode. Und da gibt es ganz viele verschiedene Kombinationen auch dieser Zahlencodes. Das ist aber eher ein Spezifikum für die rechtsextreme Szene, diese Zahlencodes. Alle möglichen Symbole werden natürlich auch von anderen Organisationen verwendet. Ja. Also was ist bei den Islamisten zum Beispiel die IS-Flagge, die man als Graffiti auch teilweise sieht. Im Endeffekt geht es darum, dass Jugendliche mit Graffitis oder anderen Schriftzügen, anderen Formen ihre Umgebung markieren, ja, oder darauf aufmerksam machen, hey, das ist jetzt unser Territorium, oder sie verständigen sich einfach darunter mit diesen sogenannten Geheimzeichen, ja. Also einige Sachen sind eh schon bekannt oder weit verbreitet, aber es gibt halt nur immer so speziellere Geheimzeichen und da hat jede Szene, jede Organisation hat da spezielle Zeichen und da ändert sich ja alle paar Wochen was und wenn man da nicht ganz am Laufenden ist, dann kennt man sie bald einmal nicht mehr aus. Zum Beispiel vor ein paar Jahren war dieser 187 Schriftzug sehr verbreitet in Graz. Also die meisten Stromkästen oder so haben groß oben stehen gehabt, 187. Ja. Und da bin ich ja oft gefragt worden, was das jetzt bedeutet, wie auch immer.
Und ja, im Endeffekt ist das ein Bandencode, ja, und bedeutet Gesetzlosigkeit, ja, kommt irgendwie aus dem Amish-Sprech. Wenn in USA ein Mord passiert, dann geht im Polizeifunk um, ja, es ist jetzt ein 187 passiert, ja. Also 187 steht bei den Amis für Mord und bei uns haben das jetzt Banden für sich verwendet und kritzeln die Gegend voll und ja, signalisieren so irgendwie Gesetzeslosigkeit. Hm. Ja. Und abschließend vielleicht wieder zurück in die Praxis. Jetzt sehe ich in meiner Schule, da wo ich arbeite oder in meiner Einrichtung an Jugendlichen, mit dem ich quasi mehr oder weniger zu tun habe, und der kritzelt in der Umgebung auf eine Wand 81 oder 12, 13 oder 187 oder irgendein extremistisches Symbol oder ein Code. Jetzt gehe ich natürlich hin und sage, weil Sachbeschädigung grundsätzlich einmal nicht cool ist, aber was tue ich ansonsten? Ja, eben genau das ist das Problem. Da muss man sich jeden Einzelfall anschauen und es kommt auf den Kontext drauf an. Erstens, wo passiert das? In einer Schule oder in einem Jugendzentrum oder auf der Straße oder wie auch immer. Dann muss ich mir den Jugendlichen selber ganz genau anschauen, was hat er für einen Hintergrund? Ist das jetzt einfach ein dummer Bub, der sozusagen einen Lausbubenstreich macht und als Mutprobe? Oder steckt da jetzt schon mehr dahinter? Ja? Das heißt, ist das organisiert? Stehen da Leute im Hintergrund? Sind die vernetzt? Und eben genau das ist die Herausforderung. Oder genau das ist das Schwierige dran, dass man da wirklich jede einzelne Situation extra anschauen muss. Und am besten mit Leuten, die sie auskennen. Und eben, also es macht einen Unterschied, ob das in einer Schule vor vielen anderen Schülern passiert, dann muss ich eh als Lehrer oder als Direktor ein Zeichen setzen. Dann braucht es halt Konsequenzen dafür, ja. Oder passiert es in einem geschützten Bereich irgendwo, zum Beispiel bei Jugendstreetwork, das war für uns eher ein geschützter Bereich, wo wir mit den Leuten einzeln haben arbeiten können, ja. Wo man schon per se eine ganz andere Zielgruppe hat, als in einer Schule, ja, zum Beispiel. Aber ich denke mal, wichtig ist auf jeden Fall darauf reagieren, weil meine Erfahrung ist halt, dass man entweder gar nicht reagiert drauf, weil man könnte was falsch machen oder ich käme nicht aus, oder dass man überreagiert, ja. Und da gibt es für beide Extreme gibt es halt ganz viele Beispiele, die ich im Laufe der Zeit immer wieder gesehen habe. Und wahrscheinlich ist das der Grund, dass ich diese Fachbroschüre geschrieben habe, wo einfach ein paar Tipps drinnen sind, wie geht man damit um. Ja. Mhm. Super. Ja, Alex, an der Stelle vielen herzlichen Dank. Die Zeit ist leider schon um. Ich denke, wir könnten noch einige Minuten oder Stunden so verbringen. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, die jetzt dann auftauchen, wenn ihr das Ganze ein bisschen auch drüber sinniert habt, schreibt es uns, beziehungsweise schreibt es auch dem Alex direkt gerne eine E-Mail. Wie gesagt, über das Friedensbüro wäre es zum Beispiel möglich, mit ihm in Kontakt zu treten. Eigentlich nicht, weil das dort nichts mit meiner Arbeit zu tun hat. Okay. Dann am besten eine E-Mail an uns vom Logo und wir reichen es dann an Alex weiter. Ich leite das weiter, genau, ja. Genau. Die Erinnerung an der Stelle noch einmal aus organisatorischer Sicht für alle, die es noch nicht gemacht haben, wegen der Teilnahmebestätigung, den ganzen Namen und die E-Mail-Adresse in den Chat. Ansonsten war es das für heute. Morgen an gleicher Stelle zur gleichen Uhrzeit reden wir über Sex. Wäre schön, wenn ihr auch wieder drüber mit dabei seid und mitredet. Da wird uns Hanna Rohn vom Frauengesundheitszentrum ein paar Tipps geben, wie mit Jugendlichen über das Thema ins Gespräch kommen. Alex, vielen Dank noch einmal von meiner Seite. Danke an euch alle, die ihr dabei wart und für die angeregte Diskussion. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Genießt das schöne Wetter draußen. Ich möchte noch was sagen. Und zwar, ich habe ja den Alex Mikusch ein bisschen gestalkt und ich möchte noch eine Werbung machen für den Alex. Der Alex hat gestern ein Buch rausgebracht oder ich weiß nicht,
ob es gestern war. Jedenfalls kann man auch jetzt ein Buch kaufen von ihm. Im Buchhandel erhältlich, sieht man es. Für die Freiheit Österreichs, oder? Heißt Alex? Ja, und es richtig. Ist, genau, im Buchhandel erhältlich. Ich habe es nämlich gerade auf Facebook gesehen. Also für alle, die sie interessieren, lesen. Danke. Genau. Super. Bitte. Das war ja ein perfekter Abschluss. Alle jetzt entweder auf die Website eures Vertrauens, am besten beim österreichischen Buchhändler, Buchhändlerin, oder ins nächste Buchgeschäft und das Buch vom Alex kaufen. Wie gesagt, schönen Nachmittag, schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn wir uns wieder bei der Meiterbildung vom Logo sehen. Danke auch. Ciao. Danke.